Das ist eine gute Idee für eine Einleitung in eine Anfangsentspannung. Dann überprüfe nochmal deine Haltung, deine Lage. Und schau, dass du die Beine und die Arme abgewinkelt hast vom Körper. Und somit eine Weichheit erzeugst, ne, im System. Eine Haltung, in der du, wie man so schön sagt, loslassen kannst. Das setzt natürlich Vertrauen voraus. Und Mut, um dann sich hingeben zu können, loszulassen. Des Weiteren die Fähigkeit, etwas zu akzeptieren, etwas anzunehmen, um es dann loslassen zu können. Etwas in dein Leben also zu integrieren. Auch Dinge, die dir vielleicht nicht so schmecken, um es dann sein zu lassen. Übe dich also im Sein lassen. Und lenke nun die Aufmerksamkeit auf Kontaktpunkte und Flächen, die ich dir nenne. Nun, lege die Aufmerksamkeit auf deine Fersen, den Waden, Oberschenkelrückseiten, Gesäß, der Bereich zwischen deinen Schulterblättern, die Oberarme, Ellbogen, Unterarme, Handgelenke, Handrücken, Finger. Merkst du das, wie da etwas abfließen kann? Vielleicht sowas wie Spannung. Hast vielleicht gar nicht gemerkt, dass du angespannt warst. Warum hast du es nicht gemerkt? Nun, lege die Aufmerksamkeit auf deinen Kopf, auf dein Hinterhaupt und erfahre dann die Eigenschwere deines Kopfs. Du wirst also angenommen, akzeptiert, so wie du bist. Nun lenkt eure Aufmerksamkeit in euren Bauchraum.
und beginne zu atmen vermehrt in diesen. Das heißt, mit der Einatmung beobachtest du, wie die Bauchdecke sich hebt und registrierst mit der Ausatmung, dass es sich wieder senkt. In einem Puls des Lebens eingeatmet, mitgeschwungen und wiederum ausgeatmet. Fange nun bitte an, die Finger zu bewegen. Die kann man ja beugen und strecken. So. Dann die Zehen ebenfalls beugen und strecken. Die kann man auch abspreizen, bewegen. Auch die Fuß- und die Handgelenke kann man dann bewegen in alle möglichen Richtungen. Dann hebe mal bitte die Arme nach hinten, hinter deinem Kopf und strecke dich aus einer guten Körpermitte lang. Die Fersen schieben, die Hände, die Finger schieben. Du streckst dich lang. Okay. Dann setze mal bitte die Füße vor deinem Gesäß auf und zieh die Knie zu dir heran. Dann kannst mit den Händen von außen die Schienbeine greifen und ein kleines Päckchen machen. Mit diesem kleinen Päckchen kann man dann zum Beispiel hin und her rollen. Womöglich, wenn du sehr flexibel sein solltest, umgarne deine Unterarme und greife den gegenüberliegenden Ellenbogen. Dann kannst du dich nochmal sozusagen liebhaben und Druck geben. Und dann roll auf die linke Seite. Komm in die Embryo-Haltung, Seitlage links, die Knie sind herangezogen, der Kopf ist gestützt mit dem angewinkelten Arm. Deine Pingala-Seite also nach oben gerichtet, die Sonnenseite, es geht mehr in die Aktivität. Nun, gebe Druck mit der rechten Hand und hebel dich dann bäuchlings nach oben, komme zum Sitz. Und finde in einen Sitz, wo du die Hüftgelenke höher hast als die Knie, damit das Becken sich aufrichten kann. Ich setze mich mal bewusst etwas höher, weil Leute ja gerne einfach dann das kopieren. So, dann neige dich nach vorne, zieh bitte deine Gesäßhälften nochmal hervor, richte dich dann wiederum auf und lass mit deiner nächsten Einatmung die Schultern nach oben heben, mach die Körperflanken weit und dann wiederum nach hinten unten sinken lassen. Diese Handlung kannst du nochmal wiederholen, nach oben, die Wirbelsäule lang und nach hinten unten dann wiederum. Okay. Nun schau, dass du die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule schmiegst. Die Schlüsselbeine weiten sich dadurch und du schaffst Raum in den Schultern. Du dehnst dich aus von deinem Schultergürtel. Dann stell dir vor, jemand klopft dir auf dein Brustbein und erinnert dich da, in dein Brustbein zu atmen, dass das angehoben wird Richtung Gesicht. Nun gehen die Ohren gehen etwas nach hinten, dass sie zwischen den Schultern sind und das Kinn zieht dezent heran und der Hinterhaupt oder auch das Hinterhaupt ist es, glaube ich, besser ausgedrückt, strebt dann nach oben. Dann sei bitte angebunden an was? An den
Puppenspieler. Wer am Satsang teilgenommen hat, Sukadev hat von einem Puppenspieler gesprochen, von Brahman. Du bist sozusagen die Puppe an einem Faden und lässt dich nach oben ziehen, spielst das Lebensdrama. Und gewinnst vielleicht einen Oscar in deinem Spiel. Ist ja nur ein Spiel. Warum nicht mal richtig gut mitspielen? Die Hände dann flächig vor deinen Brustbein in Anjali Mudra. Die Finger auffächern, somit Freiraum erzeugen im Brustkorb. Nun, einatmen für Om. Bewusstsein anrufen. Verkörperung Shiva. Om Namah Shivaya. Dreimal. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shanti, Shanti, Om. Frieden, Frieden, Frieden. Dann könnt ihr die Hände wieder langsam absinken lassen. So, die Augen dann auch öffnen. Und grüße euch. Mein Name ist Ravi. Das Thema soll sein, wir ersetzen exakt mit genau. Es macht, gibt etwas mehr Weichheit rein. Exakt, genau. Man könnte auch sagen, bewusst. Bewusstsein. So, das könnte das übergeordnete Thema sein. Anscheinend erfährt jeder in meiner weltlichen Familie irgendein Körperthema und es begleitet einfach das Leben lang. Und ich persönlich, ich praktiziere halt dann einfach, ich mache verschiedenste Übungen, mache Asana, Pranayama, verschiedenste Yoga-Tools und sorge einfach für ein gutes Umfeld, in dem ich mich bewegen kann, in dem ich sein kann. Das gelingt mir manchmal gut, manchmal einfach weniger gut. Und wenn es mir weniger gut gelingt, wie in den letzten Tagen und Wochen, dann schlägt es auf mein Gemüt. Und was ich dann mache, ist einfach, ich beobachte das. Ich beobachte das einfach. Und wenn ich zum Beispiel Schmerzqualitäten beobachte, dann habe ich mich weniger identifiziert, es ist weniger bei mir, es ist mehr beobachtet, es ist von einer Distanz heraus. Und das gibt mir sowas wie Gelassenheit. Und auch mit dem Bewusstsein, dass ich das einfach nicht bin, ich distanziere mich davon, kann ich da auch manchmal auch drüber lachen. Und das hat einen Einfluss auf mein Gemüt. Bewusstsein und Beobachten. Okay. Dann hier neben mir ist der Sven.
Der Sven dient Online-Teilnehmern und auch euch einfach als eine Orientierung. Orientierungshilfe. Wo stehen wir gerade? Ja, das ist es. Okay, dann lasst uns fortfahren mit Pranayama, mit Kapalabhati, 3 Runden. Dann bitte erneut die Augen schließen, euch von diesen äußeren Objekten abziehen und dich den inneren Objekten widmen. Zum Beispiel deinem Atem. Zum Beispiel deinem Körper. Wie sitze ich denn gerade so dran? Kapalabhati, 1. Runde. Füll die Lungen. Einatmen und ausatmen. Bequem einbeginne. Hams, hams. Hums, 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 hum und ausatmen, entleert die Lungen vollständig. Nun, richte dich auf, füll die Lungen, einatmen und wiederum ausatmen. Die Lungen bequem füllen, den Atem halten. Den Atem halten und das Bewusstsein halten auf deinen Bauchraum. Manipura. Beobachten, wann kommt denn der Impuls zum wieder weiteratmen und dem dann folgen. Nun, 2. Runde. Füll die Lungen. Einatmen. Ausatmen. Bequem einbeginnen. Hams, 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 und ausatmen. Innehalten.
Nun, füll die Lungen. Einatmen. Und ausatmen. Lungen bequem füllen, den Atem halten. Lenkt die Aufmerksamkeit auf euren Dammbereich. Etwas weiter nach oben. Da mal reingucken, reinfühlen, reinfüllen. Nun, wenn du am Zwischenatem sein solltest, stell dir die Sushumna Nadi, die feinstoffliche Wirbelsäule, als Licht vor, als eine Lichtsäule, die dich energetisch auch aufrichtet. Dritte, letzte Runde. Füll die Lungen. Einatmen und ausatmen. Bequem einbeginnen. Und ausatmen. Nun, richte dich auf, füll die Lungen. Einatmen und ausatmen. Die Lungen füllen, den Atem halten. Auftrieb erfahren. Weiß, Licht erfüllt. Kapalabhati. Wenn du dich in der Zwischenatemphase befindest, verweile mit Fokus hinter deinem Augenbrauenzentrum, Ajna, ich nenne es mal Feld. Nun, platziere die Hände in die entsprechenden Mudras für Anuloma Viloma.
Dann fülle die Lungen, einatmen und wiederum ausatmen. Nun hebe die rechte Hand, verschließe rechts und atme links ein. Verschließen, den Atem halten. Bewusstsein hinter deinem Augenbrauenzentrum, Ajna Feld. Rechts öffnen und ausatmen, weich und sanft. Du hast 8 Sekunden Zeit, das ist lang. Dann rechts genussvoll einatmen. Verschließen, halten, der Fokus Ajna Feld. Und Kenner dieses Feldes sein. Links öffnen, ausatmen. Links einatmen. Verschließen, halten. Rechts öffnen und ausatmen. Verweilt bitte, Ajna. Rechts einatmen. Halten, beobachten, erkunden. Links öffnen und ausatmen. Links einatmen. Halten. Du nimmst dich also zurück. Beobachtest, betrachtest von einer Distanz heraus diesen Bereich. Rechts öffnen und ausatmen. 3, 2, 1. Rechts einatmen. Halten. Was gibt's denn da? Vielleicht irgendwann eine Klarheit. Links öffnen und ausatmen. Links einatmen. Halten. Gut abschätzen können, was ist denn wichtig, was ist weniger wichtig. Rechts öffnen, ausatmen. Rechts nun einatmen. Halten. Ein Zugang zu bekommen, eine Intuition, ein Gefühl von richtig? Falsch? Links öffnen und ausatmen. Was ist also richtig? Was ist denn falsch? Links einatmen. Verschließen, halten. Rechts öffnen, ausatmen. Rechts einatmen. Halten. Welche meiner Handlungen hat wohl einen günstigen Einfluss auf das Feld, auf den Puppenspieler? Links öffnen, ausatmen. Letzte Runde. Links einatmen. Halten. Om
Stille. Rechts öffnen, ausatmen. Zuletzt rechts einatmen. Halten. Links öffnen, ausatmen. Dann kannst du den Arm sinken lassen. Kannst du die Augen wiederum öffnen? Guck mal, ich möchte euch einige Landmarken geben, Körperorientierungen. Und zwar, das ist mein Bein, da unten ist der Fuß. Und da ist mein Hüftgelenk drin. Mein Hüftgelenk ist eine Kugel. Ich kann also mein Bein nach innen drehen und ich kann das Bein auch nach außen drehen. Wenn ich das Bein nach innen drehe, dann geht meine Oberschenkelinnenseite hier zurück. Wenn ich das Bein nach außen drehe, geht die Oberschenkelinnenseite nach vorne. Ich drehe nach innen, drehe nach außen. Simpel. Und dann guckt mal, könnt ihr denn alle das machen mit dem Fuß? Mein Fuß ist durchgestreckt und die Zehen sind herangezogen. Mein Ballen, mein Großzehenballen ist gedrückt. Könnt ihr das alle machen mit dem Fuß? Das ist ein schöner Fuß. Das ist gut. Also die Dinge möchte ich jetzt einfach mit reingeben. Dann wird es nachher leichter in den Ansagen. So, dann kommt bitte zum Stehen. Und ihr solltet noch wissen, dass Hüftgelenksweit nicht Beine schließen ist. Also für die große Mehrheit. Also ich könnte einfach sagen, komm an das vordere Zehntel der Matte und schließe deine Füße und Beine bitte nicht. So, dann schau mal zu deinen Füßen. Das sind also deine Füße. Die tragen dich. Dann hebe mal die Zehen an und lass die Zehen weiten, so gut es geht. Dein Großzehenballen ist gedrückt. Das Fußinnengewölbe hat sich angehoben. Und dann platziere die Zehen wieder. Dann platziere die Zehen wieder, die kommen wieder auf den Boden. Schau, dass du die Knie nicht überstreckst, hab die Mikro gebeugt. Das Gesäß schiebt minimalistisch etwas nach hinten, das macht deine Leistenbeugen weich. Dann roll deine Schultern nach oben und nach hinten und wieder nach runter. Kannst das ein paar Mal machen, das ist einfach schulteröffnend, könnte auch sagen herzöffnend. Und dann bleiben die Handflächen einfach vorne und bist in so einer empfangenen Haltung. Die Ohren gehen nach hinten zwischen die Schultern und die Kopfkrone strebt empor.
Stell dir mal vor, du wolltest über deine Fußbeininnenseiten Richtung Becken atmen. Über deine Fußbeininnenseiten Richtung Becken atmen. Mach das jetzt mit einer Einatmung. Und mit einer Ausatmung drückst du in deine Füße und deine Kopfkrone wird noch länger. Mit der Einatmung über die Fußbeininnenseiten Richtung Becken. Mit Ausatmung drückst du in die Füße und dein Scheitel strebt empor. Merkst du das, wie ich dich das aufrichtet? So. Surya Namaskar. Einatmen, hebe deine Arme über die Seite. Mit Ausatmung die Hände vor dein Brustbein. Jetzt bleibe hier und schaff Verbindung. Schaff eine Einheit von deinen Handflächen zueinander und ebenso von deinem Herz zu deinen Händen. Mit der Einatmung hebe deine Arme nach oben. Bleibe hier. Es ist pro Leben, ne? Ah, herrlich. Und mit der Ausatmung die Hände neben die Füße. Der rechte Fuß geht nach hinten in einen Ausfallschritt. Der linke kommt zum rechten in den Stütz. Dann setze auf, Knie, Brust und Kinn. Zieh dich vorwärts, aufwärts in eine Kobra. 10 Fuß umstellen, drücke dich in den herabschauenden Hund. Der rechte Fuß kommt nach vorne zwischen deine Hände. Der linke Fuß zum rechten. Einatmen, hebe dich an. Die Arme sinken lassen. Verweil. Hebe die Arme über die Seite. Hände in Namaste. Die Schultern gehen zurück, die Arme heben an und Hände neben die Füße. Der linke Fuß geht nach hinten in einen Ausfallschritt. Der rechte Fuß folgt dem linken. Setze auf, Knie, Brust und Kinn. Schieb dich mit deinen Händen nach hinten, öffne dich nach vorne, Kobra, und drücke dich in den herabschauenden Hund. Linke Fuß kommt nach vorn, rechte Fuß zu links, drücke in die Füße, hebe dich an, komm nach oben, Arme sinken lassen. Ein, hebe die Arme, Namaste. Die Arme gehen hoch, die Hände finden den Boden. Der rechte Fuß geht nach hinten, der linke Fuß zum rechten. Setze auf, Knie, Brust und Kinn, vorwärts, aufwärts, Kobra und drücke dich in den herabschauenden Hund. Der rechte Fuß kommt vor, der linke Fuß zum rechten. Einatmen, richte dich auf, Arme sinken lassen. Ein, hebe die Arme, Namaste. Hebe die Arme nach oben und die Hände kommen nach unten. Der linke Fuß führt nach hinten, der rechte Fuß ebenso. Setze auf, Knie, Brust und Kinn. Schiebe dich in die Kobra und roll in den herabschauenden Hund. Jetzt bleibe hier im herabschauenden Hund. Und dann würde ich dir empfehlen, die Füße, Beine, hüftgelenksweit zu positionieren. Dann kann man gut Wasser treten. Das heißt, schiebe die rechte Ferse in den Grund. Und schiebe die linke Ferse in den Grund. Du möchtest deine Waden öffnen. Dann schau zu deinen Händen. Einatmen, linker Fuß kommt vor. Aus, rechts dazu. Einatmen, hebe dich an, komm nach oben. Arme sinken lassen. Ein, hebe die Arme. Namaste. Arme gehen hoch, die Hände neben die Füße. Der rechte Fuß Ausfallschritt, der linke Fuß dazu. Setze auf, Knie, Brust und Kinn. Schiebe dich in die Kobra und drücke dich in den herabschauenden Hund.
Der rechte Fuß kommt vor, der linke Fuß ebenso. Einatmen, hebe dich an, komm nach oben. Die Arme sinken lassen. Ein, die Arme heben, Hände in Namaste. Hebe die Arme hoch, Hände neben die Füße. Der linke Fuß führt nach hinten, der rechte Fuß ebenso. Setze auf, Knie, Brust und Kinn. Schiebe dich in die Kobra und erneut in den herabschauenden Hund. Der linke Fuß kommt wieder vor. Der rechte Fuß kommt zum linken. Einatmen, hebe dich an. Arme sinken lassen, verweil. Mir ist aufgefallen, was ich für einen tollen Probanden hier vorne habe. Das ist super, ich danke dir, Sven. Dann einatmen, hebe die Arme. Aus, die Hände in Namaste. Ein, die Arme gehen hoch und die Hände neben die Füße. Einatmen, rechter Fuß geht nach hinten. Jetzt bleibe hier. Jetzt guck mal zum Sven. Was macht denn der? Der hat hinten seinen rechten Fuß aufgestellt, der ist senkrecht und er hat das Knie angehoben. Mach das doch mal. Da kann man den rechten Fuß drücken, dann wird das rechte Bein stark und wenn er mit dem rechten Fuß die Matte nach vorne zieht, hebt das rechte Becken noch etwas mehr an. Das ist eine gute Voraussetzung für den Stütz. Und jetzt links dazu Stütz. Fühlt sich gut an, oder? Jetzt bleibe mal hier. Schiebe etwas vermehrt in die Fersen nach hinten. Das verlagert dein Körpergewicht mehr in die Mitte. Der Fokus an deinem Becken. Jetzt setze auf Knie, Brust und Schultern über die Handgelenke. So. Jetzt geht der Fußrücken auf den Boden. Das Gesäß sinkt ab. Der Bauch kommt weg. Die Hände ziehen. Vorwärts, aufwärts, Kobra. 10 Fuß umsetzen und drücke dich in den herabschauenden Hund. Wunderbar. So, jetzt geht der rechte Fuß wieder vor. Bleib mal hier. Wir luken nochmal zum Sven. Der hat wieder sein Knie oben. Dann kann er wahrscheinlich seinen Fuß besser verankern und den Fuß nochmal nach vorne ziehen, dass das linke Becken hochkommt. Und er kommt jetzt von oben in die Vorwärtsbeuge. Also links zu rechts. Dann drücke in die Füße, komme nach oben und Arme sinken lassen, verweil. So, dann komme bitte an das hintere Teil der Matte in Garbhasana, Position des Kindes. Die Knie Matten weit und den Oberkörper zwischenlegen. Die Arme vorne. Knie Matten weit, den Oberkörper zwischenlegen, Arme vorne. So. Wenn das denn überhaupt funktioniert für deine Knie, ne? Okay. Nun. Fühl dich angebunden mit deinem Steißbein. Wie so ein Stecker, der so nach hinten in eine Steckdose sich anbindet. Das gibt dir Stabilität. Sozusagen, es lädt dich auf. Die Fingerkuppen haben Kontakt. Nun die Handteller anheben, die Unterarme, Oberarme anheben und dann wandere mit den Fingern nach vorne. Wandere mit den Fingern nach vorne, damit du die Wirbelsäule lang ziehst. Lang ziehen kannst. Genau. Aha. So, dann, indem du mit den Händen danach wieder nach hinten tippelst, richte dich auf, komm in den Fersensitz. Nun, mit beiden Händen. Beide Hände umgreife den gegenüberliegenden Ellenbogen.
beide Hände umgreife den gegenüberliegenden Ellenbogen. So richtig satt umgreifen. Dann setze die Ellenbogen vor dir auf die Matte und schau, dass die Ellenbogen unter den Schultern sind. Die Unterarme öffnen sich, die Finger verweben ineinander. Die Unterarme öffnen sich, die Finger verweben ineinander. Schau, dass die Finger etwas gedrückt sind, dass du mehr Stabilität. So, gut. Jetzt platziere deinen Kopf vor diesen Händen. Du kannst den Haaransatz als Orientierung nehmen. Ne? Dann bleib mal so. Guck mal zu deiner Nachbarin. Genau so. So ist gut. Sie hat ihre Unterarme geöffnet und die Finger verschränkt. Genau. So, und ihr habt euren Haaransatz, grobe Orientierung platziert und könnt ihr da mal bleiben. Nun, gehe weiter. Zehen Fuß aufsetzen. Strecke deine Beine. Halber Kopfstand, Adha Shishasana. Tippe nun mit deinen Füßen zum Kopf. Dein Becken möchte über die Schultern. Jetzt ist eine gute Körpermitte gefragt. Das eine Knie, das andere Knie zieht Richtung Körper. Gute Körpermitte. Jetzt strecke deine Beine. Mach die Füße so wie vorhin beschrieben. Und dann kannst du deine Großzehenballen Innenseiten zusammendrücken. Das gibt dir mehr Mitte. Dein Steißbein möchte nach oben Richtung Fersen. Und es ist der Druck der Unterarme. Deine Schultern gehen gesichtswärts. Das verlagert das Gewicht etwas mehr auf die Unterarme. Wunderbar. Beobachten. Wo ist Kraft? Wo ist Druck? Wo ist Anstrengung? Nun, die Knie gehen wieder Richtung Brust. Im Wechsel rechtes, linkes Bein aufsetzen, gute Körpermitte. Und ihr trefft euch in der Position des Kindes erneut. Diesmal kannst du dich runden. Du kannst deine Knie hüftgelenksweit zusammenlassen, dich runden über deine Beine, die Hände neben den Füßen verweile. Atmen. Und jeder Ausatmenzug macht dein Becken einfach schwer. Ich sehe Teilnehmer, die praktizieren noch den Delfin oder stehen noch im Kopfstand. Fühl dich gesehen, gerne weitermachen. Nun, hebe dich wieder an, komme in den Fersensitz zurück und dann schau mal hierher. Schlage mal bitte die Matte ein Drittel um, also das letzte Drittel der Matte schlage mal um. Letzte Drittel der Matte, genau. Und jetzt leg dich auf den Rücken so, dass Schultern mit Ende der Matte eine Handbreite abschließen. Und leg dich auf den Rücken. Dein Kopf liegt somit frei auf dem Teppich. Ich wiederhole nochmal. Schultern mit Ende der Matte eine Handbreite. Super. Nun, setze im Wechsel deine Füße vor deinem Gesäß auf, die Knie also angewinkelt. Wunderbar. Jetzt gehen die Arme neben deinem Körper, die Ellenbogen winkele an auf 90 Grad, die Unterarme sind senkrecht, die Finger sind aufgefächert. Die sind auch betont. Die Oberarme sind direkt an deinem Körper.
die Ellenbogen auf 90 Grad anwinkeln, dann sind deine Unterarme senkrecht. Die Finger sind geöffnet und aufgespannt. Super. Jetzt kannst du deine Ellenbogen drücken und über den Druck der Ellenbogen erfährst du, wie du dich mehr öffnest im Brustkorb. Merkst du das? Deine Schulterblätter gehen enger zusammen, deine Schlüsselbeine weiten sich, deine Schultern werden weit. Jetzt kannst du noch deinen Kopf, so wie er ist, leicht in die Matte drücken. Das macht deinen Nacken aktiv und stabil. Hast ein gutes Fundament. Jetzt platziere deine Hände wieder auf den Boden. Jetzt ruf ab eine gute Körpermitte. Brauchst eine gute Körpermitte. Savangasana, Schulterstand. Einatmen, hebe die Knie Richtung Brust, hebe dein Becken, hebe deinen Rücken und platziere die Hände an deinem Rücken. Aha. Dann gerne nochmal die Knie Richtung Stirn tendieren lassen, die Schultern enger zusammenrücken, die Schulterblätter enger zusammenrücken, die Hände neu positioniert und über den Druck der Hände richte deine Beine nochmal auf. Deine Füße wie vorhin auch, dann kannst du den Großzehenballen die Innenseiten drücken, das gibt dir mehr Mitte und zieh dein Steißbein Richtung Fersen, das richte dein Becken mehr auf. Bleibe hier, Savangasana, beobachten. Merkst du das, wie das Blut so zurückfließt? Voll schön. Füße, Beine werden leicht. Nun, rechter Fuß geht hinter deinen Kopf und einatmen wieder hoch. Linker Fuß geht hinter deinen Kopf und einatmen wieder hoch. Kontrolliert. Beide Füße gehen nach hinten. Falls deine Füße den Boden berühren sollten, wandere mit den Füßen Richtung Kopf, damit du das Becken wieder über die Schultern bekommst. Wenn deine Hände am Rücken sind, kannst du die Hände drücken und dein Becken vermehrt über die Schultern sozusagen hebeln. Halasan. Falls deine Hände am Körper sein sollten, kannst du diese auf den Boden platzieren. Die Knie gehen neben die Ohren und du rollst von oben nach unten wieder auf den Boden zurück. In der Rückenlage angekommen, innehalten, reinfühlen. Wie fühlt sich das an? Nun. Schließt die Beine hüftgelenksweit,
Ich könnte auch sagen, öffnet die Beine hüftgelenksweit. Der rechte Fuß vor deinem Gesäß aufsetzen. Dann kannst du den rechten Fuß, der nun vor deinem Gesäß aufsetzt, den kann man drücken, dein rechtes Becken hebt sich an und die rechte Hand schiebt lang unter dein Gesäß. Kann man sich draufsetzen. Rechte Fuß wieder ausgleiten lassen. Gleiche Aktion, andere Seite. Schau, dass du deine Hände und Schultern enger zusammenruckst. Jetzt bauen wir von den Füßen her auf. Füße, Beine, hüftgelenksweit. Mach mal den Fuß, den ich vorhin gezeigt habe. Das kommt gut. Mach mal den Fuß, den ich vorhin gezeigt habe. Das kommt gut. Das macht die Beine fest. Das Becken wird stabil. Nun erhöhe den Druck deiner Ellenbogen und hebe Kopf, Oberkörper an. Und jetzt bleib da. Drücke nochmal die Ellenbogen und zieh die Schulterblätter enger zusammen, besonders die unteren Kanten. Dein Brustbein hebt an. Und dann platziere dein Hinterhaupt auf dem Boden. Ellenbogendruck, Ellenbogen zusammen. Stell dir vor, du wolltest da was unter die Achseln klemmen. Erforschen, erkunden deines Brustraums, deines Herzraums. Nun, erhöhe den Druck der Ellenbogen, hebe Kopf, Oberkörper an, begrüße deine Füße und dann baue wiederum ab, lass Oberkörper absinken, befreie Hände und Arme und dann kannst du deine Mattentrittel auch auflösen und in Rückenlage einfach verweilen. Nun die Füße im Wechsel vor deinem Gesäß, die Knie herangezogen, deine Beine liebhaben wollen und dich eng heranziehen bzw. dein Kreuzbein Richtung Unterlage drücken wollen. Okay. Dann hebe Kopf, Oberkörper an, roll vor und zurück, komm in eine Rückenschaukel, eine Rückenrolle. Und mit etwas Schwung komme nach oben. Dann kannst du dich Richtung Altar drehen. Einfach, dann ist es einheitlicher. So, Sven, kannst du mal die Füße über die Matte bringen? Die Füße über die Matte, dass die Füße nicht auf der Anti-Rutsch-Matte ist. Genau, dann hängen die so ein bisschen drüber. Gut. Dann platziere deine Hände seitlich rechts, links neben dem Becken. Und guck mal, mach mal so, so, so mit den Fingern, die Finger so aufsetzen. Genau. Das ersetzt einen Klotz, das ist ganz günstig. Deine Fingerbeuger, die machen noch was. Dann schau, dass deine Füße, Beine, hüftgelenksweit geöffnet sind. Der Fuß, wie besprochen. Jetzt kannst du mit den Fingern die Matte nach hinten ziehen und dich mehr aufrichten. Mit den Fingern die Matte nach hinten ziehen und dich etwas mehr aufrichten. Genau, das ist gut. Okay. Dann gebe die Arme 90 Grad nach vorne. Aha. Die Arme schieben nach hinten ins Gelenk. Mal gucken, was Sven macht. Schau. Das. Jetzt gehen die Arme hoch,
Jetzt bleibt mal hier, Dandasana, Stabhaltung. Und stellt euch vor, jemand gibt eine Hilfestellung, indem er das Becken etwas mehr aufrichtet, das Kreuzbein mehr nach vorne oben drückt. Deine Finger fangen an zu strahlen und zu leuchten. Und über diese Länge lass dein Steißbein absinken und mach dich rund über deine Beine. Mach dich rund über deine Beine. So, jetzt bist du in einer Vorwärtsbeuge angekommen. Dann beobachten. Hat es für mich einen Sinn, die Vorwärtsbeuge? Dehnt es da irgendwo? Wenn ja, wo? Mehr rechts, mehr links? Rücken, Beine? Und du warst ja schon mal in einer Position im Stehen mit den Armen oben. Ich habe dich das halten lassen. Was ist denn jetzt in der Position anders? Wie fühlt sich die an? Nun, mit deiner nächsten Einatmung hebe die Arme an und platziere die Hände hinter deinem Rücken. Lass die Finger nach vorne zeigen, die Fersen drücken, dein Becken hebt an, schiefe Ebene, Purvottanasana. Kannst du dein Steißbein hinten mehr Richtung Fersen schieben, das richtet dein Becken auf und die Hände drücken vermehrt, um die Schultern weit zu machen. Ich würde dir empfehlen, den Kopf einfach stabil zu lassen, aber das ist eine Empfehlung. So, dann bitte das Becken wiederum absinken lassen. Dann kannst du die Beine über die Seite nehmen in die Bauchentspannungslage. Die Hände übereinander oder die Unterarme übereinander, die Stirn drauf und die Nase frei. Nun, die Hände unter deine Schultern. Schau, dass die Beine, Füße nicht geschlossen sind. Dann kannst du mal deine Zehen nach hinten wegschieben. Dann kommt der Bauch etwas weg von der Unterlage. Wenn du deine Zehen nach hinten wegschiebst und die Beine lang machst, merkst du das? Da kommt der Bauch so ein bisschen weg, der will so ein bisschen weg. Dein Steißbein hinten zieht es Richtung Fersen, das richtet dein Becken wieder auf. Der Bauch kommt von der Idee her weg. Die Hände schieben nun auf der Matte nach hinten, die Schultern kommen nach oben und dann richte dich auf in eine Babykobra. So. In einer Babykobra, was kann man da machen? Man kann sich mit Kobra-Qualitäten verbinden.
Nun, lass dein Gesäß entspannt, damit du das Kreuzbein-Darmgelenk entlastest, den Druck minimierst, dein Unterrücken frei wird. Das ist jetzt wichtig, wenn du weitergehen möchtest in die volle Cobra. Gesäß ist entspannt, die Hände drücken und hebeln dich nach oben in die Aufrichtung. Oben angekommen, roll die Schulter nach oben, nach hinten, öffne dein Brustbein mehr Richtung Gesicht, deine Ellenbogen zieht es nach hinten und dein Bauch schiebt die Brust nach oben. Dein Bauch schiebt die Brust nach oben. Und mit deiner nächsten Ausatmung leg dich wieder auf den Bauch zurück. Bauchentspannungslage. Fühlen, betrachten, sein lassen. Nun, platziere das Kinn auf den Boden, die Arme weit unter deinem Körper. Die Arme weit unter deinem Körper, rechts, links, da drauf rucken. Und wir widmen uns dem rechten Bein. Es ist die gleiche Aktion wie vorhin auch. Das heißt, deine rechten Zehen schieben nach hinten und über die Länge hebe dein rechtes Bein an. Jetzt ist dein rechtes Bein oben, unter der Länge. Dein rechter Oberschenkel, der dreht nun nach innen, wie vorhin präsentiert. Das geht. Deine rechte Oberschenkelinnenseite möchte dann nach oben. Dein rechter Oberschenkel dreht nach innen. Das schafft mehr Weite und entlaste das Kreuzbein-Darmgelenk rechts. So, dann lass dein rechtes Bein wieder absinken. Deine linken Zehen schieben nach hinten und unter der Länge hebst du das linke Bein an. Da ist es das gleiche Spiel. Du drehst den linken Oberschenkel nach innen, das macht links das Gesäß weiter. Aha. Andere Richtung. So, weil dann geht deine linke Oberschenkelinnenseite nach oben. So, dann platziere das linke Bein wieder und du hast einfach mehr Weite und Weichheit im unteren Rücken nun. Mit der nächsten Einatmung hebe nun beide Beine an. Du könntest deinen Bauch drücken gegen die Arme und so einen Hebel nutzen. Und der Sven, der hat lange Arme, der kann schön den Hebel nutzen, der drückt. Man sieht sogar, dass seine Hände und Unterarme rot werden. Ja? So krass drückt er auf den Boden, um den Hebel zu nutzen. Okay, und dann mit der nächsten Ausatmung komme wieder zurück, befreie Hände, Arme zurück in die Bauchentspannungslage. Und schau, dass du einige tiefe Bauchatemzüge nimmst, den Druck, den Widerstand der Matte nutzt und dem unteren Rücken wiederum Freiraum gibst. Gesäß hinher, etwas Wellness, warum nicht? Genau. Nun, schließe deine Beine, diesmal schließe deine Beine, die rechte Ferse geht zum rechten Gesäß, du greifst mit der rechten Hand unterhalb der Zehenreihe den Fußrücken, gleiche Aktion, andere Seite. Die Beine lasse auf dem Boden.
Drücke die Fußrücken gegen die Hände, die Arme werden lang, Kopf, Oberkörper hebt sich. Es geht darum, einfach den Brustkorb zu öffnen. Angesprochene Energieräder, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Ajna. Nun, löse auf mit einer Ausatmung und komme in die Bauchentspannungslage zurück. So, dann die Hände unter deinen Schultern, drücke dich nach oben in den Vierfüßler und mach bitte im Vierfüßler, ich denke, es ist euch allen bekannt, einige Rundrücken und einige Streckungen der Wirbelsäule, also einige Katze-Rundrücken und einige Pferderücken. Und wenn du das nächste Mal im Pferderücken bist, kannst du dein Gesäß auf die Fersen platzieren und in die Aufrichtung kommen. Also in den Fersen sitzt dann einfach Aufrichtung vom Oberkörper. So, dann schau mal her. Also, ich setze mich hier links neben meine Füße. Mein rechter Fuß kommt über das linke. Was ich jetzt mache, ich greife mein Schienbein und richte mich auf. Und mit jeder Ausatmung lasse ich noch mal etwas nach im rechten Sitzbeinhöcker. Ich möchte, dass beide meine Sitzbeinhöcker gut verankert sind. Wenn das natürlich nicht geht, linkes Bein strecken. So, im nächsten Schritt, was ich jetzt mache, ist, ich nehme hier mit einer L-Hand meine Zeigefinger Außenseite, die kante ich hier an. Die kante ich am äußeren rechten Knie an. Meine Handfläche ist oben, weil ich möchte den Brustmuskel öffnen. Ich möchte mich vom Brustkorb her öffnen. Meine linke Schulter geht nicht vor in eine Rundung, die bleibt tendenziell hinten. Ich möchte vom Brustwirbelkörper, von der Brustwirbelsäule mich drehen. Also, soweit mal. Das ist schön. Dann könnt ihr immer noch nach vorne gucken. Meine rechte Hand geht jetzt mit den Fingern auf meine rechte Schulter. Ich ziehe die rechte Schulter nach oben, mache mich lang und dann drehe ich mich nach rechts. Der Kopf könnte folgen. Jetzt bin ich in einem schönen, geöffneten Adamatsintrasan. Der Unterschied, die linke Schulter bleibt einfach offen. Manche hier im Raum, zum Beispiel, guck mal, du, so, genau. Jetzt kannst du zusätzlich noch mit jeder Einatmung dein linkes Becken schieben Richtung rechte Kniekehle. Dein linkes Becken schieben, aufrichten Richtung rechte diagonale Kniekehle. Es gibt noch etwas Aufrichtung, merkst du das? Dann drücke mal vorne den Fuß gegen den Oberschenkel, das gibt dir mehr Mitte. Merkst du das? Das gibt dir mehr Mitte. Und dann kannst du mit der Einatmung den rechten Arm heben und nach vorne wiederum schließen.
Super. Dann gleiches Spiel, andere Seite. Diesmal geht der linke Fuß, über den rechten. So. Du greifst dein Schienbein und richtest dich nochmal auf. Du kannst dein Schienbein greifen, dein Brustbein heben. Und mit der Ausatmung kannst du vor allem den linken Sitzbeinhöcker nochmal tiefer verankern. Jetzt geht die rechte Hand mit der Kleinfingerseite außen an das rechte Knie. Rechte Hand mit der mit der Zeigefingerseite außen an dein rechtes Knie. Die rechte Schulter bleibt geöffnet. Der linke Arm geht vor. Der linke Arm schiebt zurück. Hebe einatmen an, mach dich lang und dann rotiere dich nach links. Schöner Drehsitz. Adha Matsyendrasana. Jetzt möchte deine rechte Leistenbeuge Richtung linke diagonale Kniekehle beziehungsweise dein rechtes Becken möchte Richtung linke diagonale Kniekehle. Es gibt dir nochmal ein bisschen mehr Haltung. Die Augen schließen, der Fokus an den rotierenden Wirbelkörpern der Brustwirbelsäule. Das kann dann ja so eine Millimeter-Sache sein. Und was hat diese Haltung für eine Qualität? Kannst du dich mal fragen, ne? Was macht das? Was hat das für eine Qualität? Nun, einatmen, den linken Arm steigen lassen und dann die linke Schulter nach vorne rum schließen. Und dann finde in einen Fersensitz zurück. Okay. Nun, ich glaube, der Sven ist da der Vollprofi. Ich glaube, der Sven ist da die richtige für die nächste Form. Mayurasana. Die Knie mattenweit öffnen. Und die Hände gebe zwischen die Knie. Setze die Hände zwischen die Knie auf. Dann kannst du die Hände so setzen in eine Außenrotation, dass deine Finger zum Körper zeigen. Okay. Jetzt gehen beide Ellenbogen drücken in den Oberbauch. Nun, verlager dein Körpergewicht nach vorn. Jetzt geht das rechte Bein nach hinten. Der rechte Fuß setzt auf. Der gibt Druck. Der macht eigentlich das Gleiche wie im Sprinter. Linke Fuß ebenso. Verlager dein Gewicht nach vorn. Verlager dein Gewicht nach vorn. Genau. Und über die Gewichtsverlagerung nach vorn hebe beide Beine an. Mayurasana. Danke dir, Sven. Löst nochmal auf, komm in den Fersensitz. Danke. Dann kannst du deine Hände zum Beispiel so ausschütteln oder auskreisen lassen. Genau. Okay, jetzt kommt die Einleitung. Die Hände platziere erneut zwischen deinen Knien. Die Hände drehen nach außen, dass deine Finger zum Körper zeigen. Das könnt ihr mitmachen. So, jetzt bleibe hier. Hast du also deine Fingerbeuger gedehnt, ne? Deine Unterarmbeuger gedehnt? Deine ganze Armkette, könnte man sagen, auch den Brustmuskel. Jetzt bleibe hier, verweile. Nächster Schritt wäre, die Ellenbogen gehen
drücken gegen den Oberbauch. Die Ellenbogen drücken gegen den Oberbauch. So. Das kann es gewesen sein. Ne? Bleibe da. Drücke die Ellenbogen in den Oberbauch. Hast du schon mal die Baucharterie gedrückt? Macht Sinn. Majorasana. Jetzt gehe weiter. Neige deinen Oberkörper nach vorne und unten. Dann geht dein linker Fuß mal nach hinten. Setzt auf. Drucke in den Fuß. Gut. Rechter Fuß zu links. Bist du hier? Gut. Dann verlage dein Körpergewicht nach vorn und hebe deine Beine. So, dann die Füße, Knie wieder absetzen. Aha. Gesäß kannst du wieder auf die Fersen, die Handgelenke kreisen lassen oder ausschütteln. Wunderbar. Majorasana. So, dann Sven, den rechten Fuß setze nach vorne auf in einen Ausfallschritt. Ihr auch. Die Hände gehen auf den Oberschenkeln und dann drücke mit den Händen in den Oberschenkel und komm nach oben zum Stehen. Mhm. Okay. Die Füße, Beine, Hüftgelenks weit. Die Arme gehen nach vorne. Aha. Die Arme schieben nach hinten. Arme hebe an. Bleibe hier, atme zwischen. Die Knie streben bedeutsam nach vorn und dann tauche ein mit den Händen neben deine Füße in die Vorwärtsbeuge. Du bist also in einer Vorwärtsbeuge und die Hände kommen von vorne unter die Füße. Padmasana. Dort angekommen, innehalten. Wenn du deine Großzehenballen gegen die Hände drückst, initiiert das eine Oberschenkelinnenrotation. Deine Sitzbeinhöcker werden weit, das Gesäß wird gefühlt weit. Dein Kreuzbein-Darmgelenk bekommt mehr Raum. Dann kannst du also mit der Einatmung die Großzehenballen drücken, Gesäß wird weit. Und mit der Ausatmung deine Beine strecken, beziehungsweise dein Steißbein geht nach unten. Total simpel. Mit der Einatmung drückst du den Großzehenballen, Gesäß wird weit. Und mit der Ausatmung strecke einfach deine Beine. Mhm. Nun, löse die Hände unter deinen Füßen. Die Hände gehen auf das Becken, die gehen auf das Becken nach hinten. Aha. Dann gehen die Knie strebsam nach vorne. Du drückst in die Hände, das Becken kommt runter und der Oberkörper hebt sich an. So, schups. Gut, und du bist wieder oben. Dann kannst du dich, Sven, vielleicht zur Front einfach tendieren, ausrichten. Genau. Also, verlagere nun dein Körpergewicht auf deinen linken Fuß. Da hast du an der Fußsohle hast du den Großzehenballen, du hast den Kleinzehenballen, du hast die innere und äußere Ferse. Mach dir mal diese vier Kontaktpunkte deines Fußes bewusst. Mit der nächsten Einatmung hebe das rechte Knie, umgreife dein Schienbein. Und zieh dein Knie zu dir heran. Schau mal, dass dein Becken nicht nach hinten absinkt. Das ist so ein Gefühl, als würdest du in die Toilette plumpsen. Ja? Und das sollte es eben nicht sein. Du richtest dein Kreuzbein, das schiebst du nach vorne oben. Über den Druck der Hände gegen das Schienbein hebt sich dein Brustbein mehr an. Das ist die Kunst. Ich sehe auch Leute, die haben den Fuß auf den Fuß. Wunderbar. Jetzt geht der rechte Fuß an die Innenseite des linken Oberschenkels und die Innenseite des Oberschenkels drückt gegen die Fußsohle. Aha.
Dann gehen die Hände in Namaste vor dein Brustbein. Finde einen Trishti, einen Kontaktpunkt, 3 Meter vor dir. Verweile. Das rechte Knie strebt wieder nach vorne. Der rechte Fuß setzt neben den linken, die Hände neben dem Körper. So, dann kann man mal in den rechten Fuß, in die rechte Fußsohle, diese 4 Kontaktpunkte fühlen. Dein rechtes Knie ist mikro gebeugt und dein rechtes Bein ist fest. Stell dir vor, Haut, Muskeln, Gewebe, umarme den Knochen. Schön festes Bein. Linkes Knie zieht zu dir heran, umgreift das Schienbein. Über den Druck des Schienbeins gegen die Hände richtest du deinen Brustkorb mehr auf. Du kannst die Schulter nochmal rollen. So, gut. Jetzt geht der linke Fuß nahe an die Oberschenkelinnenseite rechts und die Oberschenkelinnenseite rechts drückt gegen den Fuß. Gutes Fundament. Die Hände gehen vor dein Brustbein, Namaste, die kann man dann leicht drücken. Mechanisch kann das Brustbein gegen die Daumenballen drücken. Das reichert dich nochmal an in den, zwischen den Schlüsselbeinen. Nun, nimm die Arme nach oben und stell dir vor, es kommt so ein Wind auf. Das heißt, die Arme gehen hin und her, das ist dein Geäst. Du bist gut verankert, verwurzelt mit deinem rechten Fuß. Du hast eine gute Körpermitte und oben wird es etwas windig und stürmisch. Es ist wie im Leben, wie in dem Lebensdrama. Aber du hast eine gute Körpermitte, hast eine gute Verankerung, weißt entsprechend zu agieren. Dann gehen die Hände wieder aufgeräumt in Namaste, verweil, Mitte. Das Knie geht wieder vor, der linke Fuß neben den rechten, die Hände absinken lassen, wunderbar. So, dann öffnet euch nach links, öffnet euch nach links, der linke Fuß öffnet sich nach links. Aha. Dann schaut mal rechts und links zu euren Füßen. Schaut, dass die Füße, dass die Fußaußenkanten parallel sind. Das macht Sinn für das, was ich jetzt vorhab. Und die Knie haben einfach einen Mikrowinkel. Die Hände sind sind auf deinem Becken. Die Finger sind vorn, Daumen ist hinten. Gut. Also. Jetzt hab mal Bewusstsein bitte in beiden Fußsohlen. Deine Knie sind mikro gebeugt. Deine rechte Großzehenballen, die möchten zur hinteren äußeren Ferse. Das initiiert, das leitet ein, eine Oberschenkelinnenrotation. Merkst du das? Wenn du die Oberschenkel nach innen drehst, wird dein Gesäß weit. Du entlastest den Druck über dein Kreuzbein-Darmgelenk. Und jetzt strecke deine Beine und zieh dein Steißbein Richtung Boden. Das richtet dein Becken auf und es fühlt sich irgendwie super an. So, nächster Schritt. Der rechte Arm geht nach vorn. Haben wir schon gemacht. Rechter Arm integriere nach hinten. Hebe nun den rechten Arm und bleib. Jetzt mach dich lang mit deinen rechten Fingern nach oben. Stell dir vor, du hast Sternenfinger. Die linke Hand geht nun auf die Oberschenkelaußenseite. Mit der Einatmung mach dich lang und mit der Ausatmung Seitneigung links. Über den Druck der rechten Fußaußenkante kannst du dein rechtes Becken wieder parallel neben dem linken haben. Also sozusagen nicht ausweichen. Das macht Sinn.
lass die Finger leuchten. Ein, komm mit deinen Leuchtefinger nach oben und den Arm wiederum sinken lassen. Super. Der linke Arm geht nach vorn, der linke Arm integriert, hebe an. Die Finger werden lang und weit, Seitneigung rechts. Indem die Füße die Matte isometrisch zusammenziehen, bekommst du mehr Mitte. Und mit mehr Mitte einatmen, heb dich wieder an und aus, den Arm sinken lassen. Wandere nur mit den Füßen zusammen und die Hände in Namaste innehalten. Dann lege dich nun auf den Rücken zurück in Shavasana, Endentspannung. So, ich begleite dich in die progressive Muskelrelaxation. Das heißt, ziehe rechter Zehenfuß zu dir heran. Das rechte Bein ist stark und kraftvoll und hebe es leicht an. Anspannen, anspannen, anspannen. Und nachlassen. Linker Zehenfuß ziehe heran. Das linke Bein ist kraftvoll, leicht anheben. Anspannen. 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 Und nachlassen. Dein Gesäß spannt sich an. Zusammenziehen. Anspannen, anspannen, anspannen und weich werden. Mit beiden Händen Fäuste machen. Die Ellenbogen haben einen Winkel. Hebe die Arme an. Zieh die Schultern Richtung Ohren. Anspannen, anspannen. Anspannen und weich werden. Lass nun sämtliche Gesichtsmuskeln zur Nasenspitze ziehen, zusammenziehen, anspannen, anspannen, anspannen und weich werden. Zu guter Letzt. Stell dir vor, du hättest ein Kaugummi und du wolltest den Kaugummi ausladend kauen. Es geht darum, den Kiefer zu bewegen. Und dann loslassen. Schau, ob du gut liegst oder ob ich nochmal entsprechend
anordnen möchtest. Nun, wiederhole folgende Autosuggestionen zweimal in deinem Geist. Ich entspanne meine Füße. Meine Füße sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Beine. Meine Beine sind vollkommen entspannt. Ich entspanne mein Gesäß. Mein Gesäß ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Rücken. Mein Rücken ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Schultern. Meine Schultern sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Arme. Meine Arme sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Hände und Finger. Meine Hände und Finger sind vollkommen entspannt. Ich entspanne Gesicht und Kiefer. Gesicht und Kiefer sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen ganzen Körper. Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. Nun, lauschen, beobachten, einfach nur sein. Stille.
Affirmationen. Ich bin Licht. Ich bin Bewusstsein. Ich bin Liebe. Somit vertiefe dein Atem. Du beobachtest, wie die Bauchdecke sich hebt und wiederum sinkt. Vertiefe dein Atem. Und beginne nun, die Finger und die Zehen zu bewegen. Die Hand, die Fußgelenke ebenso. Die Arme mit deiner nächsten Einatmung zu heben hinter den Kopf und dich lang recken, lang strecken. Gern mit laut, ausgiebig gähnen. Und dann finde den Weg nach oben zum Sitz. Und in einer Aufrichtung zurückgefunden. Falls noch nicht geschehen, die Augen erneut schließen. Und den Fokus auf das dritte Auge lenken. Lasst uns beschließen mit dreimal Om, dem Triambakam, Om Shanti und Frieden. Nun, die Hände flächig zusammengeben vor deinem Brustbein. Und nun einatmen für Om. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivadanam urvarukam ivabandhanan mrityo mokshyam amritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivadanam urvarukam ivabandhanan mrityo mokshyam amritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivadanam urvarukam ivabandhanan mrityo mokshyam amritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Ein Gruß an die Traditionslinie
Om Bolo, Satguru, Shivananda, Maharaj Ki, Jai, Om Sava Santanaki, Jai. So, dann, ich wünsche euch alles Gute, ja. Habt einen schönen Aufenthalt, einen schönen Tag. Danke, Sven. Namaste. Euch zu Hause alles Gute, habt einen guten Wochenstart.